Tele 1 Nachrichten mit der Cedrina Schaller. Der Heiligabend auf Ihrem Zentralschweizer Fernsehen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu der Sendung an dem 24. Dezember. Grosser Einkauf. Die Leute haben sich vor den Festtagen noch mal richtig eingedeckt. Das Chaos ist aber ausgeblieben. Grosses Geschenk. Nadine Fendrich ist für Weihnachten wieder zurück im Eigental nach 2 Siegen im Weltcup. Und grossen Abschied. Klibi und Caroline sagen Tschüss nach 50 Jahren auf der Bühne. Posten auf den letzten Drücker. Weil dieses Jahr alle Läden vom Morgen bis und mit dem Sonntag komplett zu sind, haben sich Detailhändler auf einen grossen Ansturm vorbereitet. Viele Zentralschweizerinnen und Zentralschweizer sind heute noch mal in den Laden gestürmt, um einen grossen Einkauf für das grosse Weihnachtsessen zu machen und haben sich mit Lebensmitteln gedeckt. Der Poststress vor Weihnacht im Beitrag von Marina Bühlmann. Viele sagen schon am Morgen ihren grossen Einkauf machen, wie momentan empfohlen, zu den Randzeiten. Trotzdem findet man auch am Mittag noch Leute, die ihren Weihnachtseinkauf machen oder auf den letzten Drücker noch das, was vergessen gegangen ist, gehen posten. Ja, ich habe das Gefühl, es ist schon auf ein bisschen Hektik rum. Ja, selber merkt man es auch so ein bisschen. Wir können nichts vergessen, wenn nachher so lange zu ist, dass man es hat. Aber ich glaube, wenn man sich gut darauf vorbereitet, kommt es schon gut. Ich komme im Halbstundentakt noch von der Frau SMS über, das müssen wir noch haben, das müssen wir noch haben. Also das eine oder andere ist sicher vergessen gegangen, aber es ist halb so wild. Ja, hauptsächlich Milch für den Kleinen. Das war es. Und vielleicht noch ein bisschen Toastbrot über das lange Wochenende und über die Festtage. Das zusätzliche Sicherheitspersonal schaut, dass im Obst- und Gemüsebereich kein Stau entsteht. So hat es trotz dem Ansturm gut geklappt. Wir haben sehr gute und bewährte Schutzkonzepte im Einsatz mit Mitarbeitenden, die schauen, dass die Abstände eingehalten werden. Und der Dank geht auf jeden Fall auch an Kundinnen und Kunden, die sich sehr vorbildlich daran halten, die auch geduldig sind. Auch in der Metzgerei Dockwiller zu Luzern ist viel los. Die ganze Wursterei ist vollgestellt mit Chinoise-Bestellungen, die darauf warten, abgeholt zu werden. Der Inhaber der Metzger, Urs Dockwiller, hat die Nacht fast durchgearbeitet, weil es so viele Bestellungen gegeben hat. Bei jeder Bestellung haben wir auch die Telefonnummer aufgeschrieben, dass wenn es irgendwann jemand vergisst oder die Frau meint, der Mann würde es holen und dann kommt Käse vorbei. Und dann können wir diesen Leuten natürlich anrufen oder bringen es noch vorbei. Und das gehört eigentlich zu unserem Kundendienst. Heute um 4 Uhr sind die Läden bis am Montag zugegangen. Die Metzger können endlich wieder schlafen. Und wer doch noch etwas vergessen hat, der hat hoffentlich liebe Nachbarn. Schon fast ein bisschen wie früher. Trotzdem, das Jahr 2020 war wegen Corona für uns alle ein aussergewöhnliches gewesen. Und genauso aussergewöhnlich ist darum auch die Weihnachtszeit. Speziell für die Menschen, die kein Zuhause haben und Weihnachten nicht mit ihren Liebsten verbringen können. Auch Randständige auf der Gasse zu Luzern fühlen sich in dieser Zeit oft allein. Die Olivia Alemann und der René Boschung vom Verein Kirchliche Gassenarbeit Luzern haben ein offenes Ohr für die Randständigen, so wie hier am Bahnhof Luzern. Jetzt um Weihnachten sind da zwar weniger Leute als sonst, aber für die ist es wegen Corona zum Teil schwieriger geworden, Gesellschaft zu finden. Dadurch, dass man ja eigentlich daheim bleiben sollte, zumindest, das gilt zumindest für wer es daheim hat, kann das natürlich noch schwieriger sein. Ja. Die Gassenarbeiter sind seit Jahren 2 bis 3 Mal in der Woche zu Luzern unterwegs. Der René Boschung glaubt, dass Corona auch einen Einfluss hat auf den Drogenhandel in der Schweiz und auf die Qualität der Drogen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Corona-bedingt der Stoff einfach nicht mehr so sauber ist, dass er noch mehr gestreckt wird, weil er vielleicht nicht mehr reinkommt. Dass nebst den Drogen auch Corona die Randständigen beschäftigt, ist bei den Gesprächen auf dem Kasernenplatz herausgekommen. Auch sie müssen sich an die Massnahmen halten und das fällt laut Pedro Fernandes nicht allen gleich einfach. Die meisten glaube ich eben nicht an dem dran. Ich glaube an dem dran, weil es ist einfach das 2020 ist einfach nicht mit dem gerechnet. Wir hoffen, dass das 21 besser wird. Für Süchtige ist laut Olivia Alemann dieses Jahr wegen der Corona-Massnahmen noch schwieriger geworden, die Leute auf der Strasse um Geld zu fragen. Weil ja die Leute müssen Abstand einhalten und kaum noch Bargeld auf sich tragen, ist es auch viel schwieriger, dass man da noch zu etwas kommt.
Die Gassenarbeiter können der Anständigen weder die Sucht noch die Einsamkeit nehmen, aber sie nehmen sich einen Moment Zeit und empfehlen auch die anderen Angebote wie die Gassenküche oder die Notschlafstelle. Später nach den Nachrichten gehen wir in einem tagtäglich Weihnachtsspezial dann nochmal auf Gas. Patricia Zuber begleitet die Schwester Arian und der Pfarrer Karl Wolf. Sie kümmern sich um Menschen am Rand der Gesellschaft, die von der Corona-Krise besonders hart getroffen worden sind. Die ganze Sendung gibt es dann ab 9:30. Erleichterung für 4 Zentralschweizer Polizisten. Das Schweizer Kantonsgericht hat vom Amtsmissbrauch freigesprochen. Ein 51-jähriger Mann hat ihnen vorgeworfen, dass sie ihn vor 8 Jahren bei einem Einsatz unrechtmässig behandelt haben. Das Kantonsgericht glaubt das aber wie schon Strafgericht nicht und sagt, es sei alles mit rechten Dingen zu und her gegangen. Der Kläger hat schon angetönt, dass er den Fall vielleicht das Bundesgericht weiterzieht. In einem anderen Fall gibt es jetzt neue Details. Bei der Aufklärung des Vierfachmords von Rupperswil sollen nebst den Telefonantennen auch Google eine wichtige Rolle gespielt haben. Dank einem Gesuch konnte die Polizei herausfinden, wer wie häufig die Opferfamilie in den letzten Tagen googelt hat. Das schreibt der Blick und stützt sich auf gut informierte Quellen. Es kam gestern Abend in einem Reihenhaus eine Küche an von Brennen. Laut Mitteilung war eine Pfanne der Auslöser. Die Feuerwehr konnte den Brand aber schnell löschen und dazu auch noch 3 Katzen aus der Wohnung retten. Mit der 1-2-Niederlage gegen Basel geht es für den FC Luzern in die verkürzte Winterpause bis am 4. Januar. Auch im 14. von 36 Spielen kommen die Luzerner zu Goalchancen. Wie in so vielen Spielen in dieser Saison fällt schlussendlich durch Ausbeute und der Gegner holt Punkte. Der FCL hat zwar schon 20 Goal gemacht, aber mit 23 Gegengol halt auch schon am meisten von der ganzen Liga überkommen. Der FCL überwintert mit 13 Punkten auf dem 8. Platz in der Tabelle. Der FCL-Captain Christian Schwegler bringt es auf den Punkt. In dieser Saison 2021 haben wir definitiv zu wenig Punkte geholt. Es ist eine spezielle Saison, aber das geht allen gleich. Da können wir uns nichts davon kaufen. Wir müssen uns jetzt einfach gut vorbereiten, dass wir die Punkte in der Rückrunde holen, die wir jetzt ziemlich oft verspielt haben. Es ist der Höhepunkt Ihrer Sportlerkarriere. Die Eigenthaler Langläuferin Nadine Fähnrich ist am Wochenende gerade zweimal auf dem Weltcup-Podest zoberst gestanden. Zuerst holt sich die 25-Jährige den Weltcup-Sieg im Langlauf-Einzelsprint. Den Tag darauf doppelt sie zusammen mit der Laurin van der Graaf im Teamsprint noch. Nadine Fähnrich ist an der Weltspitze angekommen. Was sie gerade geschafft hat, realisiert sie aber erst jetzt, wo sie wieder daheim ist. Ein schöneres Weihnachtsgeschenk hätte sich Nadine Fähnrich selber nicht machen können. Sie schafft es, jawohl! Gewinnt sie den ersten Sieg für Nadine Fähnrich! Ich glaube, jetzt jeden Abend vor dem Schlafen geschaut. Es ist immer wieder schön zum Anschauen. Und es kommen halt die ganzen Emotionen wieder ein bisschen hoch. Umso schöner, dass sie die Emotionen daheim mit ihrer Familie oder hier mit ihrer Nachbarin kann teilen kann, wo gleichzeitig auch die Präsidentin von ihrem Skiclub ist. Ich bin mega stolz. Es ist riesig schön, natürlich, wenn man miterleben kann, als sie ganz klein war. Als man mit 2 Jahren auf der Ski gestanden ist. Und als wir dann noch zusammen als beide Familien unterwegs waren hier im Eigental. Und jetzt mit der Weltspitze mitkämpft. Das ist natürlich sensationell. Das sieht man auch im Dorf so. Für Hanna hat sich mit einem Autogramm vom grossen Vorbild einen Weihnachtswunsch ganz sicher erfüllt. Trotz allem vergisst die 25-jährige Langläuferin ihren Ehrgeiz aber auch an den Festtagen nicht. Man kann auch mehr als ein- oder zweimal gewinnen. Es ist schön, dass wir noch ein bisschen Schnee haben hier im Eigental. Da kann man gut von daheim aus trainieren. Mein Bruder kommt auch noch heim. Da können wir auch 1-2 Training zusammen machen. Und von dem her geht das recht gut. Zuerst darf Nadine Fähnrich aber noch etwas gemütlich nehmen und ihre Heimat geniessen, bis sie im neuen Jahr dann hoffentlich im Weltcup wieder allen davonfährt. Für Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, gibt es gerade in diesen Tagen ganz viel Hilfe. Auch Zara Bischof aus Hochdorf will nicht zuschauen. Weil ihre zweite Heimat in Marokko seit dem März der Tourismus zusammengefallen ist, leben hunderttausende Menschen dort in Armut. Gerade jetzt im Winter sind die Leute auf Kleider und Hilfsmittel angewiesen.
Sarah Bischof packt darum gerade doppelt an. Für sie ist es eine absolute Herzensangelegenheit. Jede Kiste packt Sarah Bischof für einen Ort, mit speziellen Sachen, die man genau dort braucht. Die Kiste ist jetzt für die Wüste, für die Nomadenfamilie. Und die haben mir eben gemeldet, es wird in der Nacht wird es minus 5 Grad und am Tag ist es mega heiß, also mega Temperaturschwankungen. Und die leben dort in so riesigen Familienzelten, also sprich keine Isolation. Und die Kinder haben teilweise nicht einmal Schuhe. Wenn alle passenden Schuhe und Kleider für die Familien sortiert sind, wird jede beschriftet. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Also A, damit ich einen Überblick habe und dass ich auch eine Kontrolle habe, was ankommt. Oder? Dass ich eine Liste habe, ich weiss, Zagora hat 35 Boxen. Und dass die mir nachher melden können, 35 Boxen sind angekommen. Vor Ort in Marokko helfen Freiwillige, alle Kisten zu verteilen. Das Wichtigste für sie ist, dass jeder, der spendet, weiss, wo alles hinkommt. Die ganze Organisation und das Packen in der Schweiz macht sie alles privat in ihrer Freizeit nur mit einzelnen helfenden Händen. Darum ist es finanziell nicht ganz einfach. Material ist en masse. Also ich mache einen Aufruf und ich habe schon wieder quasi eine Garage voll. Es kostet aber immer 3 Franken pro Kilo Material für Transport und Zoll. Und darum habe ich einfach angefangen, den Leuten zu sagen, hey, schau, wenn es für euch finanziell irgendwie möglich ist, ich weiss, es ist im Moment auch für viele Schweizerinnen und Schweizer eine schwierige Zeit, bin ich einfach mega dankbar, wenn man mir auch etwas für den Transport gibt. Seit dem März steckt Sarah Bischof hier in der Schweiz fest. Corona hat aber auch Marokko nicht verschont und darum widmet sie sich dieses Jahr ganz besonders ihren Spendeaktionen. Die Not durch Corona in Marokko ist riesig. Also seit dem März läuft der Tourismus nicht. Und in Marokko sind Hunderttausende von Menschen abhängig vom Tourismus. Oder jeder kleine Bananenverkäufer am Strassenrand, jede Teppichweberin. Die haben alle nichts zu tun oder fast nichts zu tun. Und die Staatshilfe ist sehr klein in Marokko. Also es ist super schwierig. Dass genau die Arbeiter in Marokko auch wieder ein bisschen arbeiten und Geld verdienen, importiert Sarah Bischof verschiedenste Produkte und verkauft sie online und in einem Laden in Hochdorf. Marokko hat sie vor 5 Jahren einfach begeistert und nicht mehr losgelassen. In Marokko bin ich so richtig im Moment angekommen. Also, man sagt auch, die Marokkaner haben Zeit, die Schweizer haben Touren. Und das stimmt. Es ist auch mühsam, weil alles immer so lang geht. Aber ich habe irgendwie auch die Kraft der Natur viel mehr gespürt. Erst gerade Anfang Dezember ist der letzte Transporter mit 1,5 Tonnen Material auf Marokko gefahren. Und schon jetzt ist sie wieder am Sammeln und Sortieren für die nächste Aktion im Januar. Sagenhafte 50 Jahre sind sie im Rampenlicht gestanden, haben die jensten Preise abgeräumt und sind zusammen durch dick und dünn. Der bekannteste Buchredner der Schweiz, der Urs Klippi, sagt jetzt seiner Caroline aber Tschüss und stellt sie ins Museum. Heute, an seinem 70. Geburtstag, schauen wir auf die erfolgreiche Geschichte von Klippi und Caroline zurück und dürfen noch einmal lachen. Ich kann sagen, ich hatte mal den Fuß gebrochen und das Bein geht noch dazu. Aber es ist wunderbar wieder zusammengewachsen. Irrlich. Ja. Und ich konnte nachher besser laufen als voran. Ja, ja, ja. Dann könnte ich dir mal eine Hirnerschütterung erzählen. Das berühmte Duo Klibi und Caroline hat ganze 50 Jahre lang die Leute zum Lachen gebracht. Unzählige Preise schmücken das Haus zu Kreuzlingen. Doch jetzt mit 70 sei der richtige Zeitpunkt gekommen, um die Bühne hinter sich zu lassen. Auch wenn die Auftritte sicher auch fehlen werden. Wenn man 50 Jahre mit einer Puppe hat arbeiten durfte, es ist einem ans Herz gewachsen. Ich wahrscheinlich auch. Ja, sicher. Okay. Und nein, wir haben, also ich glaube, der Applaus und das Lachen, das schallt noch immer hinten an. Nach 50 Jahren kann man sagen, wir haben so viel erlebt, so viele tolle Karrieren dürfen machen. Doch die Karriere war eigentlich gar nicht geplant. Der Thurgauer ist aus Spass an kleineren Anlässen auftreten und hat so den Fernsehmoderator Kurt Felix kennengelernt. Er hat dann gesagt, Klibi, Bühne machst du es keinem gut, aber fürs Fernsehen lange es leider nicht. Schade, gell? Ja, schade. Aber spielt keine Rolle. Ich habe ja einen tollen Job bei der Schweizerischen Bundesbahn und habe das einfach als Hobby gemacht. Aber ein Hobby soll es nicht bleiben. 2 Jahre später sieht nämlich der Moderator Kurt Felix einen weiteren Auftritt vom Duo, ändert seine Meinung und gibt einen Vertrag für die nächste Teleboy-Sendung. Und seit dieser Sendung ist Duo Klibi und Caroline im ganzen Land berühmt und steht plötzlich nonstop vor Fernsehkamera. Bist du allein gefahren mit dem Lift? Weißt du, so kleine Kinder dürfen nicht allein Lift fahren. Mhm. Weißt du, noch einer drin gewesen? Aha. Was hat er zu dir gesagt? Grüß Gott! Mhm. Dann habe ich gesagt, so weit rauf fahre ich nicht. Ah, ja.
Der Urs Klibi hat in seiner 50-jährigen Karriere vieles erlebt. Jetzt will er den Ruhestand mit seiner Familie geniessen und auch mal richtig kochen lernen. Ganz verschwindet Caroline aber nicht. Ja, Enkelkinder, wenn die bei uns auf Besuch sind, die haben natürlich das Caroline am Rang gesehen und schnell hören. Und da bin ich dann nicht abgeneigt, dass man da sagt, komm, ich mache eine kleine Show, vielleicht ein gutes Nachtgeschichtli und so. Das wäre eine gute Möglichkeit. Weil zum Klibi eben doch auch immer ein bisschen Caroline gehört. Es ist nicht der Zeitpunkt, um in Scharen an Weihnachtsgottesdienst zu gehen. Weil das Jahr alles etwas anders ist und Kirche aber trotzdem auch bei den Menschen, die nicht mobil sind oder zu Risikogruppen gehören, wird näher sein, gibt es einen traditionellen Weihnachtsgottesdienst das Jahr auch im Fernsehen. Hier bei uns auf Tele 1 zeigen wir Ihnen morgen am 25. Dezember am Morgen um 10 Uhr den ganzen ökumenischen Gottesdienst von der katholischen, der reformierten und der christkatholischen Landeskirche vom Kanton Luzern direkt zu Ihnen heim in die warme Stube. Mit dem Weihnachtsspezial geht es jetzt gerade nach dem Wetter bei uns im Tag täglich weiter. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit mit Ihren Liebsten und einen gemütlichen Heiligabend. Adieu miteinander.